Moin aus Cuxhaven, herzlich willkommen am 10. Mai 2021. Heute am Montag, der erste Urlaubstag. Urlaub da Horm, sagt man ja wohl heute. Nachdem der Bayern München das 9. Mal hintereinander deutscher Fußballmeister wurde, habe ich mir erlaubt, heute auch mal wieder ein Fußballtrikot anzuziehen. Und vielleicht hat das der eine oder andere schon hier erahnt. Es geht um den ehemaligen Bundesliga-Dino, der heute, ja, vielleicht zur allerletzten Minimalchance ja, startet gegen den ersten FC Nürnberg in der zweiten Bundesliga. Vielleicht doch noch auf den Relegationsplatz so zu hüpfen. Aber das wissen wir dann erst in, ich glaube, 2 oder 3 Wochen, wenn dann die Zweitligasaison dann auch vorbei ist. So, heute, ihr Lieben, geht es um ein sehr interessantes Bier, das mir mein bester Freund, der Stefan aus Wedel bei Hamburg, wieder einmal mitgebracht hat. Und zwar von einer kleinen Braumanufaktur aus Worms, der Braumanufaktur Sander, ganz genau. Wo liegt Worms? Wer es nicht weiß, also Worms ist nur einige Kilometer nördlich von Mannheim gelegen, etwas weiter, vielleicht westlich gesehen, also im östlichen Bereich von Kaiserslautern aus. Also man kann sagen, am Rand der Metropolregion Rhein-Main- und Rhein-Neckar-Gebiet. Hat auch ungefähr 80.000 Einwohner und einige davon brauen wirklich sehr, sehr interessante Biere und eine Vielzahl auch davon. Als ich ein bisschen jetzt Recherche betrieb mal wieder und auf deren Internetseite schaute, das könnt ihr übrigens auch unter www.brauerei-sander.de, da wurde ich wirklich sehr, sehr interessiert und neugierig, was denn der Stefan hier mitgebracht hat. Es werden in der kleinen Braumanufaktur wirklich alle Verarbeitungsschritte, also vom Schroten des Malzes, dem Brauen, dem Gären, dem Reifen, Filtrieren bis hin zur Abfüllung und Etikettierung sowie Auslieferung, wirklich alle Schritte selber durchgeführt. Das ist schon mal aller Ehren wert, finde ich. Über 10 verschiedene Malz- und noch mehr Aroma-Hopfensorten werden verarbeitet, alle aus eigenem kontrollierten und vor allem biologischen Anbau. Wow! Also da ziehe ich meinen imaginären Hut einmal. Die Hefestämme, selbst die werden selbst kultiviert und gezüchtet. Biere werden filtriert, denn nach eigenen Angaben wird dadurch die Bierqualität deutlich nach vorne gebracht. Die Biere würden dann schöner stehen im Glas. Die Aromen werden filigraner, feiner und sauberer. So, wie gesagt, alles auf der Homepage dort zu finden. Gebraut wird aber trotzdem nach dem klassischen und modernen experimentellen Brauverfahren im Rahmen des deutschen Reinheitsgebotes von 1516. Das Sander Lager Rebell. Hier steht auch drauf: Braumanufaktur ökologischer Biere. Hat auch schon einen Preis eingeheimst, das will ich euch nicht verheimlichen. Und zwar die Auszeichnung Gold bei der Frankfurt International Trophy 2018. Man kann schon jetzt in der Flasche hier tatsächlich ein ganz klares Bier erahnen. Die Zutaten sollen sein, steht hier auch drauf, Brauwasser, Gerstenmalz aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft und Aromahopfen. So, ein Vollbier mit Stammwürze 11 Grad Plato und eine bittere von 20 IBU. Steht hier alles drauf, auch ein paar Siegel hinten auf dem Etikett drauf. Stark. Also da gibt es schon mal eine super tolle Bewertung und Note von mir. 4,8% soll das Bier haben. Nun denn, ich will euch noch kurz ein paar wenige Infos geben, denn man kann normalerweise, wenn denn Corona jetzt vielleicht irgendwann mal wieder zu den Akten gelegt wurde, oder halbwegs zumindest, auch die gemütliche Schankwirtschaft dort besuchen. Das ist der sogenannte Schalander mit Biergarten. Dort gibt es dann 10 oder über 10 verschiedene Bierspezialitäten, frisch gebraut, gezapft, direkt in der Braumanufaktur. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil das kann ich mir nicht alles merken. Man kann seine eigene Brotzeit dann auch selber mitbringen, denn neben einer warmen Bockwurst mit Brötchen werden sonst keine weiteren Speisen angeboten. Jetzt fragt ihr euch vielleicht noch, und das habe ich mich nämlich auch gefragt, was ist ein Schalander? Die Info will ich euch noch geben. Der Begriff bezeichnet den Pausenraum der Brauer in einer Brauerei. Dort wurde seit jeher und wird auch heute noch nach Feierabend gern Bier getrunken. Tja, und deswegen haben sie den Ausschankraum auch schlichtweg Schalander benannt. So, habe ich irgendwas vergessen? Rebell ist filtriert und unstabilisiert. Das habe ich ja eben schon mehr oder weniger erzählt. Also, ein tolles Etikett auch.
das mutet wirklich sehr modern an und ein klein bisschen experimentell. Hier steht noch ein bisschen was drauf: durch eine Kalthopfung mit intensiv fruchtigen Aroma-Hopfensorten bekommt der Rebell ein feines Fruchtbouquet verliehen. Also wirklich toll gemacht. Das Etikett und auch die Bottle Cap verspricht auch schon einiges. Also wirklich, dafür gibt es schon mal wirklich top Bewertung von mir. So, verköstigen möchte ich heute wieder innerhalb eines kleinen Glases, wo ich die Nase wieder schön reinhalten kann. Ihr wisst Bescheid. Und den Verschluss mache ich so auf, dass mein Arbeitskollege, der die nämlich sammelt, dann auch seine Freude behalten wird, wenn der Verschluss nämlich heil bleibt. Ne? So, da ist es. Dann schauen wir mal. Für morgen, ihr Lieben, habe ich übrigens eine kleine Überraschung vorbereitet. Morgen am Dienstag. Gleich mehr dazu. Wow. Ja, das löst schon mal kleine Begeisterungsstürme aus. Ein naturtrübes ist es nicht. Wie erwartet, ganz glasklar, mit leichter Kohlensäure, die nach oben steigt. Fast weißer Schaum. Nicht so cremig, sondern sehr lebendig. Platzt schon ordentlich weg. Trotzdem waren es gut 2 Finger breit. Über den Daumen. Aber die Farbe ist toll. Also das muss ich wirklich mal sagen. Die Farbe begeistert mich. Das geht schon richtig ins Bernsteinfarbene. Sieht wirklich toll aus. Oh, alter Schwede. Und duften tut das mal ganz interessant. Also das ist ein Duft, den ich so in meinen ganzen Biertests noch nicht ein einziges Mal hatte. Also es riecht irgendwie ein bisschen fruchtig, es riecht auch würzig, es riecht nach Kräuter, finde ich ein bisschen. Ganz dezent, aber wirklich nur minimal nach Malz und Hopfen, finde ich. Ganz interessant wirklich deswegen, weil es irgendwie nach Kräutern riecht, finde ich. Also das ist wirklich mal was ganz anderes. Habe ich noch nie so gehabt. Ich sage es nochmal. Zum Wohl. Ja. Spritzig. Im ersten Moment auf der Zunge. Man merkt, oder ich merke sofort eine relative Bittere, muss ich sagen. Mehr als ich tatsächlich erwartet hatte jetzt. Geht dann aber wieder weg und es kommt so ein bisschen fruchtig, Limonen, fast säuerliches Aroma rüber. Erinnert ein bisschen an ein Pale Ale, vielleicht India Pale Ale. Aber ich sage es nochmal und ich zeige es euch auch nochmal, vielleicht habt ihr das eben gar nicht so richtig wahrgenommen. Hier steht Lagerrebell drauf. Lagerrebell. Also unter einem Lager habe ich jetzt tatsächlich etwas anderes erwartet. Ganz anderer Geschmack als erwartet. Der Kräutergeschmack kommt da nicht so zum Tragen, finde ich. Wie aus dem Duft eigentlich vermutbar. Ist aber ein bisschen spürbar. Hauptsächlich merkt man wirklich so ein bisschen diese frische Säure, sage ich mal, die an Zitrus erinnert. Ja, also relativ sauer, bitter, aber trotzdem frisch, würzig und ja, weiß ich auch nicht, anders irgendwie. Hat auch wirklich eine gewisse Spritzigkeit irgendwie auf der Zunge so und im Gaumen, im Rachenbereich. Das ist ein besonderes Bier. Ein sehr schlanker Körper, finde ich. Auch das hätte ich jetzt anders vermutet, so irgendwie ein bisschen nach dem Geruch und dem ersten Geschmack. Aber ich finde wirklich, es ist ein relativ schlanker Körper.
angenehme Mischung. Also wirklich, angenehme Mischung, weil es fruchtig ist, frisch ist, spritzig ist, würzig ist, anders ist. Also von daher sage ich euch, das müsst ihr vielleicht mal selber probieren. Das Sander Lagerrebell von der Braumanufaktur Sander aus Worms. Und wie gesagt, auf der Homepage findet ihr auch viele Informationen, viele Videos auch. Brauerei-sander.de. Und wenn ich jetzt zu meiner Wertung komme, dann möchte ich von 10 möglichen Punkten heute 8 geben. 8 Punkte, weil ich das wirklich mal als besonderes Bierchen wieder erkenne. Das ist wirklich mal anders als andere. Es schmeckt, hat eine tolle Farbe. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass der Schaum wahnsinnig schnell wegging. Ein bisschen zu lebendig vielleicht war. Da haftet er auch wirklich wenig bis gar nichts am Glas. Ist aber trotzdem spritzig genug und dieser Duft, wow, also das war wirklich phänomenal nach Kräutern. Geil. Also, bin begeistert. Für morgen, Dienstag, den 11. Mai, habe ich mir eine kleine Überraschung überlegt. Morgen gibt es ein Unboxing, ein neues, und zwar live. Denn nur live ist live. 16 Uhr soll es losgehen in meinem Facebook-Kanal. Anschließend dann das Video, wie gewohnt, sozusagen als Re-Live, dann auch über meinen YouTube-Kanal, sodass dann alle davon im Prinzip profitieren. Das wird um eine bayerische Brauerei morgen wieder einmal gehen, von denen ich eine komplette Box, eine Mischbox, ja, zugestellt bekommen habe. Nach meiner Bestellung selbstverständlich, denn ich werde ja hier nicht bezahlt, sondern bezahle alles ganz allein. So, ja, in diesem Sinne freue ich mich auf morgen, genieße jetzt noch ein bisschen meinen ersten Urlaubstag und Sander Lager Rebell. Vielleicht habt ihr ja auch ein schönes kaltes Bierchen bereitgestellt, dann lasst es euch schmecken, passt gut auf euch auf. Und dann freue ich mich sehr, wenn ihr morgen vielleicht wieder mit einschalten mögt. In diesem Sinne, cheers und dann bis morgen. Tschüss!